Immer häufiger tauchen in Deutschland jetzt spinnenwebartige Netze an Bäumen und Büschen auf. Wer sich diese jedoch genauer ansieht, wird schnell merken, dass die Netze keinesfalls von Spinnen stammen, sondern viel eher von Raupen, die zudem auch in diesen Gespinsten sitzen. Nun, viele denken dabei sofort an den giftigen Eichenprozessionsspinner, was aber nicht immer richtig ist. Was ihr machen müsst, wenn ihr einen Eichenprozessionsspinnerbefall entdeckt, und welches andere Tier ebenfalls im Frühling in Bäumen seine Nester spinnt, das erfahrt ihr hier im Video. Die Gespinstmotte ist ein Insekt, welches Raupen auf Bäume und Büsche setzt. Diese beginnen dort dann mit dem Bau eines Nestes, in den meisten Fällen werden die befallenen Pflanzen völlig kahl gefressen. Die Raupen der Gespinstmotte werden deshalb oft mit dem Eichenprozessionsspinner verwechselt. Dabei sehen sie völlig anders aus und sind vollkommen harmlos. Sie sind hellgrau bis grün und besitzen mehrere Reihen von schwarzen Punkten. Das auffälligste Merkmal gegenüber dem giftigen Eichenprozessionsspinner sind die fehlenden Brennhaare. Zudem sind die Gespinstmottenraupen überwiegend auf Traubenkirschen, Weißdorn, Pfaffenhütchen, Pappeln oder Weiden zu finden, während der Eichenprozessionsspinner sich bevorzugt auf Eichen und teilweise auch auf Hainbuchen niederlässt. Ihr habt einen befallenen Baum gefunden und seid euch sicher, dass es nicht die Gespinstmottenraupe ist, dann kontaktiert bitte umgehend das Gesundheits- und Gartenamt. Die werden das betroffene Gebiet dann reinigen. Aber bitte lasst das Profis machen und versucht auf keinen Fall die Prozessionsspinne selbst zu entfernen. Die Gespinstmottenraupen jedoch könnt ihr mit einem Gartenschlauch abspritzen. Und ein letzter Hinweis noch: Bitte berührt niemals das Nest oder den Eichenprozessionsspinner selbst und verlasst das befallene Gebiet. Das war's von mir, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen oder zumindest informieren. Wenn du keine wichtigen Infos oder Fakten mehr verpassen willst, drückt den Abo-Button. Ich freue mich auf euch, over and out, euer Green World Facts TV.